in Sachen Ensemble Violetta unterwegs in Herne, in einer total schönen Kirche. Und wer auch schon da ist, ist der Carsten. Genau. Und der Carsten hat ja ein ganz schönes Sackpfeifer-Tattoo. Von wem das wohl ist? Von wem ist das denn? Oliver stiehlt sich schon wieder davon, hektisch wie eh und je. Man sieht ihn meistens von hinten. So kennt man ihn, von hinten sich entfernend. Wer bist du denn? Darf ich dich filmen? Hallo, ich bin die Molly. Ja, ich habe gerade schon gefilmt, wie du gesungen hast. Von Spielmann Michel und Kumpanei. Ah. Und von Ragland Folk Music. Ah, hervorragend. Und ich wollte hier jetzt einfach mal dieses unfassbare Hackbrett. Ja, das muss ich leider auch noch stimmen. Das sieht ja schon nach ganz viel Arbeit aus. Da bin ich, da träume ich schon mal ein Leben lang von. Oder eine Drehleier. Drehleier, Hackbrett ist ganz leicht zu spielen, aber Drehleier ist wahrscheinlich schöner zu stimmen. Jetzt ist ja Carsten angezogen, in seiner extrem, authentischen mittelalterlichen Kleidung. Genau. Ich kann ja auch sagen, wie spät es ist. Ja, ja, mit seiner extrem authentischen mittelalterlichen Uhr. Ja, natürlich. Da ist ein Rainer zu sehen, der noch nicht umgezogen ist. Dafür sieht er gut aus mit seinem Instrument vor diesem Fenster. Er tut so, als wäre er gar nicht gemeint. Vorbereitungswerk sind Spielmann Michel und Kumpanei. Das ist die Kumpanei. Das ist ja Jana. Das ist noch nicht das Publikum. Jana trägt eine außergewöhnliche Hose. Es ist eine Landsknechthose, hat er gesagt. Jo, warum nicht? Besser als immer schlicht schwarz. Das ist richtig, ne? Schlicht schwarz kann ja jeder. Wir sind jetzt schon mal fertig fürs Konzert. Kann losgehen. Kann losgehen.
ist der Patrick. Er war heute eigentlich das erste Mal richtig als Violetta-Musiker mit dabei, ne? Ja, ja, genau. Sonst singt er ja Lilia Zelli-mäßig mit. Aber heute waren wir auch alle, wir haben heute zu zweit miteinander aufgesungen und am Schluss getanzt. So sieht's aus, ganz spontan. Das ist der Spielmann Michel wild am Verkaufen. Sagt, komm mit, nehmt alles mit. Ja. Die ist jetzt so alt, ne? Die ist so alt, die, also die kostet fast nichts mehr. Ich meine ich nicht. Zufriedene Kunden. Wunderbar. Die Akustik überhaupt. Wir bekommen was ganz verboten und da haben wir das gehört. Wunderbar. Noch mehr zufriedene Kunden und so schön. Wir müssen mal zusammen hier. Ach so, ja. Schön. Schön. Du hast heute Geburtstag. Ja. Ja, also alle, die das jetzt sehen, gratulieren innerlich nochmal mit, ne? Ja, vielen Dank. Ja, genau. Wie heißt du denn eigentlich? Evelyn. Evelyn hat heute Geburtstag. Wunderbar. Noch einen schönen Tag. Ja, danke dir.